Moin und hallo zusammen, Leute. So, wir sind bei der nächsten Plattform. Ihr seht schon, ich habe alle Mudakins strategisch günstig platziert, hoffe ich doch mal. An jedem Eingang und Ausgang quasi steht einer, überall wo sie reinkommen können. Sie haben alle ihre Sprengdosen eingesteckt. Und das bedeutet, der gute Ape muss jetzt hier einfach nur, denn Klebeband haben wir genug, 10 Stück. Der gute Ape muss jetzt einfach nur immer rechtzeitig zur Stelle sein, um die zu fesseln. Ich hoffe, es funktioniert. Und ich hoffe, dass oben der rechts am Fahrstuhl nicht zu dicht steht, um sich da selbst mit den Luft zu sprengen. Oben rechts genauso. Die stehen nämlich ganz schön dicht an den Stangen. Ich kann es jetzt einfach nur hoffen und probieren. Checkpoint habe ich gesetzt. Habe mir sogar eine Mühe gemacht und bin nochmal runtergelaufen, um den Checkpoint nach dem Setzen der Mudokons neu zu platzieren. Zu resetten quasi. Okay, der erste ist oben. Ich muss jetzt einfach nur... Ah, der hinten hat sich auch erwischt. Einmal so. Was macht ihr denn da? Ach scheiße, weil er verletzt wurde. Okay, bleib hier stehen. Unten hat er einen ausgeschaltet. Renn, Ape, renn, Ape. Fesseln, fesseln, fesseln. Da ist der nächste ausgeschaltet. Und da unten auch. Boah, das ist eine stressige Ecke jetzt hier. Kann man auch rausrauben. Dann kommt gleich der nächste. Jetzt drückt er auf den dusseligen Automaten. Ich glaub's nicht. Fesseln. Den raube ich jetzt gerade mal nicht aus. Oben kommt der nächste. Ich wollte gerade sagen, den sehe ich nämlich schlecht. Ach man. Der oben hat gepennt. Nein, nein, nein. Ich weiß, es ist nur einer draufgegangen. Es war nur ein einziger. Ich habe darauf geachtet. Oh. Nein, das ist nicht akzeptabel. So. Das ist nicht akzeptabel. Warum hat er oben so lange gezögert jetzt mit dem Schmeißen? Ich kann ihn aber halt auch leider nicht besser platzieren. Außer ich stehe ihn wirklich hier direkt an die Kante vielleicht. Komm mal einen Schritt. Nein. Okay. Dann so. Komm hoch. Und hier stehen bleiben. Junge, wenn du leben willst, dann musst du jetzt schmeißen. Sonst wird das nichts, sonst gehst du nämlich drauf. Okay. Weil das ist doch von der Grundidee hier, muss das doch passen. Die sind eigentlich auch alle relativ lang betäubt. So, wo kommt denn der erste noch? Das war, glaube ich, oben, nicht wahr? Ja. Das war knapp, ich dachte schon. Zögern immer so ein bisschen. Zum Fesseln. Zum Stehlen. Unten ist der nächste platt. Das Jungs, ich schaff das, ich schaff das. Runter. Lauf, Ape. Fesseln, fesseln, fesseln. Stehen, stehen, stehen. Da kommen die nächsten zwei. Einmal auf. Die haben wir. Fesseln. Stehlen. Mit die Ape, hoch mit die Ape. Dann kommt der nächste. Mann, ist das stressig. So, den haben wir auch. Ape, der Fesselkünstler hier. Nicht. Ach, jetzt ist er in den Spind gekommen, da war tatsächlich sogar noch was drin. Ich dachte, ich hätte die alle geplündert. Wahrscheinlich nach dem Checkpoint nicht komplett durchgezogen. Sehr gut. Gut, dann ist der nächste Platt. Fesseln und wieder einen. Nummer zur Sicherheit. Wie viele Dosen habt ihr? Ich gebe euch noch mal ein paar mehr. Ich habe jetzt gerade nicht geguckt, wie viele übrig sind, aber anscheinend gar keine. Ich glaube, wir haben, oder? Ne, oben fehlt noch einer. Das kann. Nichts zum Stehlen. Nur oben ist noch einer. Und der will anscheinend nicht rauskommen, oder wie? Alle in Sicherheit. Hui, ja geht doch. Wieder beim zweiten Versuch, wie bei den letzten auch. Wie kommen wir jetzt hier weit? Achso, wir können einfach hochspringen. Okay, Leute. Ja, krass. Krass, 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 krass. Kommt mal alle mit. Jetzt hören sie es diesmal alle.
Eben war es nicht laut genug, mein Schrei. Haben wir hier irgendwo bei einem der... Na, ich dachte, wir hätten vielleicht bei einem von den Typen die Schlüssel gefunden. Ich muss hier nochmal... Ja, wartet mal kurz unten. Wer steckt hier eigentlich die Verkaufsautomaten hin, wenn da niemand außer Elf hinkommt? Ja. Am letzten Hebel in den Zug zu beladen. Ich habe hier keinen Bock auf böse Überraschungen, deshalb stelle ich die Typen erstmal hier runter. Hundertprozentig wird da jetzt nichts passieren, aber nicht, dass da plötzlich irgendwie Renne kommt und ich muss vielleicht champen oder weiß der Geier, was hier noch passieren kann. Deshalb resette ich mir erstmal meinen eigenen Checkpoint hier wieder. Oh, hier geht überall der Alarm los, nichts hier weg. Nicht, dass hier wirklich noch welche rauskommen. Ich glaube, ich hatte sogar gerade noch einen gehört. So. Und die hier? Ja, tatsächlich. Ach, weil ich eben einmal den Checkpoint resettet habe, dann hatte ich hier nicht alles durchsucht. Jetzt ist aber alles durchsucht. Sehr schön. Bis auf den abgeschlossenen, aber da pfeife ich drauf. Hier haben alle Mudakins und irgendwelche Achievements. Pfeife ich drauf. Ich hatte übrigens geguckt, ich glaube, ich habe in einer der letzten Folgen mich gewundert, dass es von 3 auf 4 gesprungen ist. Stimmt aber nicht. Hatte ich einfach nur mich verguckt. Okay, Leute. Jetzt laufen sie hier. Da freuen sie sich. Ja, das gucke ich mir ruhig mal ein bisschen mit an. 250 Stück, das sind ja mehr von den Figuren als 250, oder? Zählt das mal einer. Setzt euch mal hin und zählt das mal nach. Also, das kam mir ein bisschen mehr vor. 250, wenn die so an einem vorbeirennen, ist, glaube ich, gar nicht so mega viel. Aber egal. Ja, die 4 retten jetzt auch noch. Zack, alle geschnappt hier. Platin. Sehr schön. Du gerettet 200 Mudokons. Du, guter Mudokon. Du, guter Ape. Meine Güte, diese Übersetzung. Du gerettet 200 Mudokons. Das ist ja der langsamste Fahrstuhl der Welt. Okay. Ja krass, dann kommen wir jetzt wohl an den Punkt, an dem das Hauptspiel, das Intro aufgehört hat. Wo wir hier nämlich angegriffen werden und der gute Elf an die Tür hämmert. Und Ape da saß und auf dieses gestarrt hat. Bin ich mal gespannt. So, wir haben alle gerettet. So, ich stelle das mal wieder auf den Heiligenschein um, weil das einfach irgendwie schöner da unten aussieht. Uiuiui. Gut, die will ich noch ganz kurz sagen, bevor ich da reingehe. Ich spanne euch kurz noch ein bisschen auf die Folter. Die Abschnitte fand ich jetzt aber durchaus in Ordnung. Also es ging, ich fand es ganz cool, dass man hier wirklich mehrere Items auch nutzen konnte. Mit meiner Feuerwand und den Betäubungsminen und so. War aber wahrscheinlich alles gar nicht nötig, weil die Dosen und gerade die anderen Mudokons, das war schon sehr stark. Genau deshalb haben sie wahrscheinlich auch die 4 Stück hier genommen. Den konnte man ja auch gar nicht dran vorbeilaufen eigentlich. Das war schon sehr nützlich und sehr stark. Aber das ging. Fand ich wesentlich besser als diese beschissenen Sprungpassagen aus dem vorigen Level da. Mit diesen gegenüberliegenden Leitern. Das war absolute Grütze in meinen Augen. Bisschen sehr übertrieben stark und schwierig und schnell. Aber ich bin noch nicht mehr der Jüngste und zock auch nicht so viel Jump'n'Runs. Von daher bin ich vielleicht einfach auch nicht so bewandert da dran. Okay, jetzt aber genug gelabert. Rein in den Zug mit dir, ey. Bin echt auch selbst jetzt gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Weil jetzt bewegen wir uns ja auf komplett unbekannte Gefilde zu. Wo fahren wir überhaupt hin? Und was hat Abe in der Hand? Und. Ich bin gespannt. Okay, ja, 1:07. Ich will gar nicht wissen, wie viel oder wie schnell hier geübte und schnelle Spieler unterwegs sind. Erst recht nicht wissen, was hier Speedrunner und sowas schaffen. Okay, aber wir haben alle gerettet. Gerade mal 2 Slicks getötet, krass. Ach ja, das waren wahrscheinlich die mit dem Feuer. Einmal habe ich Ape laut lachen hören. Das war wahrscheinlich einer, der abgefackelt ist, aber damit kann ich leben. Okay, weiter zum nächsten Level. I tell you.
Guido is gonna drive a train? He swiped the manuals out of shipping years ago. He's been reading them ever since. Well, I was given this from a Wadakan escapee from Necromines. He died looking for us. Hey, that's terrible. What's that? A map? Huh. I guess it is. And this came with it. Wow! Creepy, right? Yeah, creepy. With his last breath, he said they're all dying. Well, who's dying? Our followers. They're all dying. What do you mean, our followers? I think he means, since we fled the farm, rumors have been spreading throughout the factories. Wadakans have started escaping, and now they're trying to find us. I told you that would happen! Anything else? I found some sick Wadakans. They escaped from other factories, but they were dying. All of them were dying. With their help, I discovered an antidote. I made some medicine, and it fixed them. But I still don't know why they got sick. Nothing else? He said we needed to find the Keeper. What's the Keeper? What's it doing? I don't know. Like, even though the train is bouncing around, the light stays right on. Necrom. The Keeper? I hope it ain't telling us. The Keeper is in Necrom. Nobody wants to go to Necrom. It's like Barrett's coming up. What are we gonna do? I also found another guy. He left a note for me. Said we gotta know what's on this tape. Is that an old Blader tape? Not too old. They're still using that communication output. Okay, looky here. Sling Barracks is the next stop on this line. It should have a communication outpost, shouldn't it? Yep. If we don't take out that comm tower, then every factory ahead of us, including Necromines, they're gonna know we coming. But first, I gotta play this tape. Yep, you gotta play that tape. Okay. Ja, krass, also wir können jetzt sehen, was wir wollten, aber die Zwischensequenzen sind allererste Sahne. Also ich fand schon gerade der Anfang, wo er an den Ventilen rumgebastelt hat, da der eine Mudakin den Zug gesteuert hat, das sah einfach super aus. Das war qualitativ wirklich klasse und auch hier die Dialoge und alles, das ist schon wirklich immer noch extremst hochwertig, gefällt mir richtig gut. Das war in den alten Teilen schon so, damals war das noch ein viel krasserer Wow-Effekt, weil es sowas kaum gab in Spielen und qualitativ jetzt nicht ganz auf dem Niveau wie das hier war, aber schon ziemlich dicht. Zumindest, was mich so meine Erinnerung sagen lässt. Und es ist einfach echt gut gemacht. Also ich finde das wirklich cool. Auch so diese ganzen Ideen hier mit diesem, jetzt wissen wir, was das ist, irgendein Anhänger mit einem Insekt drin, das auf die Karte leuchtet, dieses Oddworld, das wird einfach was. Das ist einfach cool. Und okay, Necrom, sie haben es jetzt verraten. Ich dachte jetzt, sie sagen erstmal nicht, was Necrom ist, aber es sind die Necrominds, die Necrominen. Und ich kann mir schon denken, worum es geht. Das wird wahrscheinlich jetzt dann doch so den ähnlichen Twist haben wie im ursprünglichen Apes Exodus, wo es ja auch um die Soulstone Brewery ging. Ich verrate es aber nicht. Für die Leute, die das hier guckten und das, den ursprünglichen Part nicht gespielt haben, werde ich nicht verraten, was da eventuell auf uns lauern wird, was wir da aufdecken werden und so weiter. Und wir sehen ja vielleicht auch ein bisschen mehr oder erfahren ein bisschen mehr, wenn wir das Tape abgespielt haben. Jetzt müssen wir uns hier durch die Slick Barracks oft mal kämpfen, die auch wieder ziemlich cool aussehen. Das kann man schon mal sagen.
Und wir wissen ja, was unsere Mission ist, nämlich zum Funkturm zu erlangen. Zum Funkturm zu gelangen. Hier oben steht erlangen. Meine Güte, wenn man redet und gleichzeitig was liest, das geht nie gut. Erlange Zugang zum Funkturm. Damit die Glackens nicht von Apes Ankunft erfahren, musst du ihre Kommunikationswege unterbrechen. Vielleicht findest du auch heraus, was sich auf diesem Band befindet. Hinweis, finde einen Weg durch die Baracken zum Eingang des Turms. Toller Hinweis. Als hätte man das jetzt nicht auch irgendwie durch den vorigen Text und durch die Zwischensequenz selbst rausgefunden. Okay, wir sollten uns natürlich schon irgendwie vor den Blicken der Wächter dort hinten in Acht nehmen. Hier ist zum Glück überall noch Wand. Aber es ist halt auch geil, da hinten die patrouillieren. Auch das Design von dem Tape fand ich halt geil. Das ist ein bisschen aus wie eine alte Kassette, aber dann doch anders, weil es eben drei, ja, Spielrollen hat, sage ich jetzt mal. Nehmen wir dich gleich mit. Dich nehmen wir gleich mal mit. Komm mal mit. Dich können wir ja gleich hier hinten retten. Der kommt ja sowieso in keine der Türen mit. Die bleiben ja immer draußen stehen. Also, weg mit dir. Zack. Ich meine, theoretisch hätten wir auch sagen können, hier setze ich um in den Zug. Da sitzt der Rest von uns auch drin. Aber vielleicht wird er ja sogar in den Zug teleportiert. Okay, und Abe hatte ja die Vermutung, dass unsere Mitmodakens aus dem Usch übrigen ja, Factories, Fabriken und so weiter von den Glickens fliehen, weil sie von uns gehört haben und Rupture Farms, was eben in Apes Odyssey passiert ist. Hatte ich ja schon ein bisschen erzählt, dass wir da aus Rupture Farms eben ausgebrochen sind, alle mitgenommen haben, die wir finden konnten. Das habe ich, glaube ich, auch tatsächlich mal gespielt und wirklich alle gefunden. Das liegt aber auch daran, dass ich das Originalspiel, glaube ich, zwei, dreimal gespielt habe damals. Und dann nochmal das Remake, New and Tasty. Bei New and Tasty waren es dann wesentlich mehr. Ich glaube, auf das New and Tasty, auf die Anzahl, beziehen sie sich auch hier in dem Spiel. Im Ursprünglichen waren es 99 und ich glaube New and Tasty. CEO claims supernatural lightning strike started fire. But did Moloch burn down his own farm? So far, that's what it's looking like. To be more accurate, it looks like he didn't just burn down that farm of his. He also killed over 300 of the poor mutts working for him. 300 lives gone up in smoke. Don't make excuses for him. Abe? But who is Abe? If even there is an Abe. Is this Abe guy dead all along with the rest of them? Or did he ever really exist? With nothing but smoldering piles of bones, it will be impossible to truly know. But let's not forget about the implausible Patsy cover story of Moloch's defense. No one with half a brain believes that a lone Modokan laborer could have taken down the cold, calculating brains of a Glucken, let alone the star Glucken of the investment markets, Moloch. Authorities verify that it doesn't really add up. Consider a mud trying to fight against a gluck. What world are you living in? What's next? Tinfoil hats? Don't be that schmuck in your friend group unless you are a gullible masochist who enjoys being laughed at. You might want to keep your mouth shut and think twice about where you're getting your facts from. Okay. Ja, ich wollte ja gerade damit fortfahren, dass ich mir nicht ganz sicher bin, wie viel es im Remake waren. Jetzt haben sie es gesagt, 300. Okay, wir haben da oben einen und hier wieder einen Checkpoint, der meiner Meinung nach schon wieder ein bisschen dämlich gesetzt ist. Oder ich bin einfach nur dämlich schon hingesprungen, weil ich hätte erstmal unten alles plündern sollen. Okay, wir haben 5 Steinbonbons und die müssen wir auch einsetzen, um den Typen da oben auszuschalten. Das wird gar nicht mal so einfach. Das bedeutet, wir müssen da gleich rüberspringen. Wenn er sich umdreht, haben wir denn... Ja, den Wand haben wir auch. Und peng, peng, peng. Jetzt müssen wir hoffen, dass diese scheiß Kamera uns nicht sieht. Fesseln. Und weglaufen. Jetzt können wir natürlich nicht ausrauben, so eine Scheiße. Die verschwindet bestimmt vorher, bevor die sich wieder umdreht. Na komm, na komm, na komm. Ach, es ging ganz knapp nicht. So ein Dreck aber auch. Okay, wir springen jetzt hier rüber. Oh, Moment mal. Das war gar nicht so clever. So kommen wir ja nicht dran vorbei. Jetzt müsste ich ja durch den Scheinwerfer durchspringen. Hallo da drüben.
So, Moment mal, hier können wir auch noch was plündern. Das ging eben nicht, weil der Typ da uns sonst gesehen hätte. Okay, wir müssen hier offenbar wesentlich sparsam mit unserem ganzen Zeug sein. Können wir da jetzt dran vorbei? Nee. Okay, okay, okay. Ich muss aber nicht schleichen. Aber rollen sollten wir hier mal lieber. Und ich hänge mich mal, beziehungsweise stelle mich mal lieber hier hin. Sicher ist sicher. Dass uns das Teil hier gar nicht erst sieht. So, und jetzt schleiche ich mich wieder. Ja, da oben ist nämlich wieder so ein Typi. Aber ich glaube, kein Chant-Unterbrecher in der Nähe, oder? Sieht mir zumindest nicht so aus. Den schnappen wir uns. So, hier ist sonst nichts. Wir haben nicht... Ach, damit können wir übrigens auch zuhauen. Ich wollte gerade mal in den Altar gucken. Ich glaube, wir haben nicht viel Klebeband. Das bedeutet... Häng! Ja, zweimal Klebeband. Nee, das müssen wir uns aufheben, wenn es wirklich nötig ist. Ich kann jetzt hier nicht ganz so pazifistisch unterwegs sein einfach. Das funktioniert sonst nicht. Kriegen wir nachher Probleme. Okay. Gut. Nächste Checkpoint. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao.